Woher krieg ich Samen? Das ist die Frage Nummer 2. Die muss ich wahrscheinlich, wobei die muss ich wahrscheinlich im Ding kaufen, aus dem Ding holen. In der Stadt. Flusssand. Was bräuchte ich denn nochmal, um besseres Werkzeug zu fertigen? Also ich hole mir, mache jetzt erstmal eine bessere Axt. Bessere Schaufel. Schaufel T1. Ja. Okay, das, dafür ist der Ständer gut. Was für ein Apfelbaum, was für ein Bärenbusch, Torf. Bärenstrauchsetzling, okay. Das ist tatsächlich ein wenig schwieriger. Oh, nice. Das nehmen wir die und dann schmeißen wir die in das eine Grab rein. Dann kriegen wir wieder neues Geld, wenn wir den dann zubuddeln. Und dann würde ich mal sagen, dann mache ich mich mal daran, Steine zu kloppen, um solche Steinränder außenrum zu machen. Also um halt oder diese Steinmarkierungen. Ach, das untere ist immer das, wer da ist. Ah.
der Inquisitor ist erst da. Episkop. Hat mit einem, was irgendwie steinig ist. Sie kennt der Mann mit ruhiger Stimme. Wagner. Imker, Kapitän. Der ist in ein Schaf geraten, der Schafhirte. Hinter ein Schaf und das hat ihm alles gekostet. Frau Anmut. Schlange. Ich meine, der Händler war das jetzt. Jetzt da ist. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal schnell ins. Jetzt gehen wir nochmal schnell pennen. Hätte ich mal gesagt. Oh, das ist fast fertig. Okay. Dann warten wir so lang schnell. Aber bei dem Spiel vergeht die Zeit echt im Flug. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Aber es ist cool auf jeden Fall. Also ich mag's. Da sollte man nochmal ins Dorf gehen und mit dem gucken, dass das Ding da also wenn jetzt schon der Boy da ist, dann wenn wir es unser Stück gehen. Wenn man das, was auf der 6 steht.
Sowas wird in dem Spiel auch nicht erklärt. Das finde ich recht schade eigentlich. Tür ist verschlossen. Und wo ist der Mr. Händler jetzt? Der Meisterhändler. Vielleicht in der Taverne. Komisch. Vorhin ging das nicht. Verstehe ich nicht. Aber wobei, ich glaube, ich kaufe einfach mal den Ruhestein jetzt. Ah, cool. Der ist zum Schnellreisen da, das ist recht praktisch. Das ist der Ding da, der Schlange. Na 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 na. Habe ich ja schon mal gesagt, dass ich die Musik cool finde? Ich mag die Musik. Oh, jetzt habe ich Holzquelle gemacht. Egal. Machen wir nochmal Brennholz. Schürt die Glut. Holzbalken.
Kreissäge. 200. Schon den Amboss, da brauche ich 4 Stück dafür. Jo, das dauert auch mal eine Weile. Dann benutzen wir den Ruhestein und gehen mal zum toten Pferd. Die Imke. Muss ich mal schauen. Die hat nur Milch und Käse und Butter. Butter, deine Mutter. Der Torf. Gefertigt ein Komposthaufen. Okay. Was ich den genau nochmal brauche, habe ich jetzt gerade keinen Plan, aber ich nehme einfach mit. Das ist hier. Gehen wir doch jetzt mal zum Leuchtturm. Heilige Makrele, mein Junge. Du siehst aus wie jemand, der Teil der Zauberwelt der Fischerei sein will. Ich weiß nicht wirklich viel über das Fischen. Es ist heute dein Glückstag. Ich weiß eine Menge darüber. Es ist so entspannend und profitabel und außerdem sind Fische echt lecker. Na, da bin ich dabei. Eine gute Wahl, mein Junge. Gib dir alles, was du brauchst und bring dir bei, wie man Fische fängt und kocht. Also, wie bereite ich Fische richtig zu? Du kannst sie einfach grillen, aber ich schlitze sie lieber auf und brate die Hälfte in Öl an. Und dann hast du Fischstäbchen. Wir braten dann Fischsuppe, Fischnuggets. Aber wenn du Fisch isst, fängst du an, wie Fisch zu denken. Ein guter Fischer muss Fisch essen. Kannst du mir eine Angel geben? Na klar, Junge, ich habe noch ein paar alte Angeln hier. Aber die ist kein Geschenk, bring mir Motten. Das ist klasse. Die sind klasse als Köder, aber du kannst sie nur nachts fangen und meine alten Augen sehen im Dunkeln nicht mehr. Gib ihm Motten. Handeln. Ich kann auch die einfach angekauft, wisst ihr euch. Thank you.
So, jetzt werfen wir das da alles rein. Machen wir jetzt mal die Pilze. Okay. Nur noch keine Schleime. Ich komme immer zur falschen Zeit. Bis dann, wenn der Mond da ist. Na naja, okay, sagen wir mal an der Stelle, würde ich sagen, bewertet das Video, je nachdem wie es euch gefallen hat, kommentiert, was ihr kommentieren könnt, lasst gegebenenfalls ein Abo da, aktiviert die Glocke, solltet ihr nichts vergessen, und natürlich Sunbrowth, Praise Sun, yo, und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Let's Play Graveyard Keeper.